So, und nun im zweiten Teil jetzt also die Installation. In der Anleitung stehen jetzt eigentlich nicht mehr viele Schritte drin, außer man soll auf Neuer Benutzer klicken. Dann wird nochmal darauf hingewiesen, Alarmzentrale mit dem Ethernet verbinden, auf Weiterklicken. Auch Strom soll ich verbinden, haben wir ja schon getan, gar kein Problem. Dann warten, bis die Power-LED leuchtet. Das tut sie, haben wir auch schon gesehen im Video, also einen Schritt weiter. Jetzt werde ich dazu aufgefordert, ein paar Informationen einzugeben. Das mache ich jetzt hier mal kurz im Hintergrund. Bei der Installation hier, bei den Kontoinformationen, ein Benutzername, ein Passwort, das ist noch ganz okay. E-Mail-Adresse leider heutzutage auch immer mehr Standard. Blaupunkt fragt hier zweierlei Telefonnummern ab, einmal eine Handynummer, einmal eine Festnetznummer. Und verlangt für den Namen auch gleich mal 8 Zeichen. Und das ist ja sehr toll. Okay. Okay, mein Name, mein vollständiger Name wird hier auch verlangt. Also doch recht viele Daten dafür, dass es sich eigentlich nur um eine IT-unterstützende Software handelt und gar nicht ich Werbung zugeschickt bekommen möchte. So, als nächstes, und darauf weist dann auch wieder die Betriebsanleitung hin, soll die MAC-Adresse eingegeben werden. Hoppala. Das ist ganz einfach, denn die steht auf der Rückseite meines Gerätes auf einem kleinen blauen Aufkleber. Und auch die werden wir jetzt mal noch eingeben. So, also eingegeben und bestätigt, dann läuft hier ein Ladebutton oder beziehungsweise ein Ladebalken. Und ich bin mal gespannt, ob der sich auch aufhört zu drehen oder ob der einfach lustig weitergedreht. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung angezeigt, also auch blockiert kann hier eigentlich nichts werden. Jetzt bekomme ich den Hinweis, dass die Anmeldung erfolgreich war. Und wir kommen zur Bezahlung. Sehr schicke Sache. Also, ich habe hier die Möglichkeit, eine kostenlose Variante zu wählen und eine Premium-Variante. Die kostenlose Variante, die Premium-Variante beinhaltet alle Leistungen der Basic-Variante. Ich bekomme einen Preisnachlass von 15% auf Zubehörteile. Ich habe einen Ereignisspeicher der letzten 90 Tage und der letzten 30 angeforderten Fotos. SMS-Benachrichtigungen bei Alarm sind hier mit inbegriffen. IP-Kamera, Livestreaming und Video-Capturing plus erweiterte Hausautomationsfunktion. Für die Basisvariante bekomme ich die App, mit der ich dann das Ganze auch weiter verwalten kann. Push-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, 30 Tage Ereignisspeicher und 10 der letzten Fotos plus Hausautomation. Was hier der genaue Unterschied ist, kann ich nicht sagen. Da die Q3000
1000 an sich schon nicht so günstig war, finde ich es jetzt schon milde gesagt ein bisschen kacke dreist, dass Blaupunkt hier nochmal 10 Euro, wobei hier nicht nur dabei steht, ist das jetzt monatlich oder ist das Flexibilität bei der Nutzung zu erlauben, ist das jetzt monatlich oder ist das jetzt dauerhaft? Nur einmal. Sehr interessante Frage. Was wollte ich sagen, da die Q3000 aber schon recht teuer ist, nämlich 400 Euro, und ich dann nochmal möglicherweise 9,90 € dazu bezahlen soll, und zwar monatlich, mutmaßlich monatlich. Hier steht nicht mehr. Auch klicken wir doch mal auf monatlich und auf Premium und gucken, was passiert. Ich klicke auf Premium und nichts passiert. Das ist ja interessant. Bietet zwei verschiedene Servicepakete an, um eine flexible Nutzung zu erlauben. Okay. Vielleicht benötigt es erst eine Bestätigung meines Kontos. Das können wir jetzt hier auch mal tun. Also wie man sieht, auf meinem hier jetzt angemeldeten Bildschirm kommen wir nicht weiter. Hier gibt es einfach keine Möglichkeit. Ich kann jetzt zwar auf OK klicken, aber eigentlich bewegt sich der OK-Button noch nicht. Auch abbrechen funktioniert nicht. Na, das ist eine tolle Seite. Das ist eine tolle Seite mit sehr guter Funktionalität. Okay, lassen wir das Ganze und wechseln einmal den Bildschirm. Okay, wir sind hier jetzt in der Übersicht drinne. Geben Sie einen PIN ein. Sehr schick. Okay. Das funktioniert so schon mal nicht. Also, hier sieht man zwei Sensoren, Tür-Fenstersensoren und Bewegungsmelder-Sensoren. Das ist also quasi das, was im Verpackungsinhalt mit drin ist. Wir haben hier die Möglichkeit, IP-Kameras anzuzeigen, also Sensoren und IP-Kameras. Wir sehen, ich bin irgendwie auf unscharf gestellt. Um es scharf zu stellen, müsste ich einen PIN eingeben, den ich so jetzt auf die Schnelle noch nicht aus der Betriebsanleitung lesen könnte. Wir können hier Automationseinstellungen durchführen, aber natürlich nur, wenn wir die passenden Geräte dafür haben. Das zeige ich dann auch noch in weiteren Schritten. Hier kann ich Gruppen und Szenarien einfügen. Ich kann meine Kameras verwalten. Ich kann mir meine Ereignisse anschauen. Und auch zu den Einstellungen brauche ich wieder den ominösen PIN, den ich noch nicht gelesen habe in der Anleitung. Sehr, sehr toll. Ist wahrscheinlich 000 im Standard oder 1111, wie auch immer, 1234. Da sind Hersteller meistens sehr kreativ. Und das war's jetzt erstmal in diesem ersten Schritt der Einrichtung, denn alles Weitere geht über die Einrichtung der Basisstation hinaus. Da geht es dann nämlich in die Einrichtung der einzelnen Sensoren, und das würde ich gerne in weiteren Videos zeigen. Also, hier jetzt der nächste große Haken. Blaupunkt will da irgendwie Geld von mir haben, und nimmt es dann nicht mal, wenn ich es doch gerne einrichten möchte. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Also ich kann es ja jetzt nochmal versuchen, aber ne, finde ich komisch, vor allen Dingen bei diesem teuren Gerät. Das ist der nächste Haken. Und dann gucken wir mal, wie sich es in den weiteren Videos so gestaltet. Aber jetzt der erste kleine Teil der Einrichtung war relativ einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache weitere Videos, also bitte schaut wieder rein. Bis bald. Tschüss.